Julia, schön, dass du den Weg in den Hangar 7 gefunden hast. Du bist heute nicht nur da, um uns ein paar Übungen, ein paar Yoga-Übungen zu zeigen, sondern du hast spannende News für uns. Ja, spannende News und ich bin echt ein bisschen nervös. Ja, ihr werdet mich wieder im Start sehen im Weltcup und mich freut's. Du machst jetzt quasi. Zittert noch immer. Ja, man macht nicht so oft einen Rücktritt vom Rücktritt. Das stimmt. Was war die Motivation? Was hat dich veranlasst? Du hast vor 2 Jahren in Korea so klar eigentlich für dich entschieden, das war's. Warum dieses Umdenken? Ja, in Korea war das ein Moment von Klarheit für mich. Und es war während einem Live-Interview und in dem Moment habe ich einfach gespürt, okay, na, so geht's irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jeden Schritt, den ich gehe, einfach nur aus meinem Herzen mache und nur meiner Intuition folge. Und die letzten 2 Jahre waren super spannend. Ich habe so viel erlebt. Ich habe meinem Körper Zeit gegeben, um zu heilen. Und irgendwann habe ich einfach wieder gespürt, so, ich spüre irgendwie, dass ich das vielleicht nochmal machen möchte. Und mein Kopf im ersten Moment war halt, na, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, mit meiner Intuition, bin ich mehr auf den Weg zurückgekommen. Und es war einfach ein voll schönes Gefühl, wieder mal am Schnee zu sein und die ersten Schwünge zu fahren. Und so ist das Ganze entstanden. Und ja, mich freut es voll, dass das irgendwie alles so passiert ist. Ich glaube, die Snowboard-Fans in ganz Österreich freuen sich riesig über diese Entscheidung. Du bist ja wirklich eine Ikone, was das Snowboard, den Snowboard-Sport betrifft in Österreich. Du hast vorhin gesagt, es war damals so klar für dich und du musstest diese Entscheidung treffen. Aber warum war dir das damals so klar und was hat sich jetzt wirklich verändert? Ja, ich glaube, ich war in dem Moment in Südkorea einfach in verschiedenen Ebenen, also jetzt emotional und körperlich einfach über meiner Grenze. Und ich habe erst später realisiert, wie viel Heilung eigentlich mein Körper braucht hat. Und in dem Moment war es einfach, es war jetzt keine Entscheidung, weil ich mir gedacht habe, aus Frust heraus wegen den Olympischen Spielen ganz und gar nicht. Also, weil es kommt heute, glaube ich, eh noch mit Emotionen loslassen. Und bei dem Interview habe ich davor schon meine 10 Minuten gehabt, wo ich mich wieder irgendwie so geerdet habe. Und deswegen ist es halt einfach ein mutiger Schritt gewesen, in dem Moment einfach meinem Körper zu vertrauen und einfach einen anderen Weg zu gehen. Und der Weg hat mich einfach auf Reisen gebracht und ich habe sehr viele unglaubliche Erfahrungen gemacht und gleichzeitig mal wieder meinen Körper geheilt, 2 Operationen, Reha. Und ja, es war einfach echt ein sehr klarer Moment für mich damals.